Hallo und herzlich willkommen zurück bei Reft. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn wir hier um die Insel navigieren. Was müssen wir machen, Gerümpelkiste? Umbauen Moin, ey. oder nur Richtung ändern? Ja, genau. Also jetzt, warte, jetzt kannst du eigentlich die Motoren anwerfen. So wie sie sind oder nochmal ändern? Nein, nein, die müssten alle nach links schauen, oder? Ja. Ja, dann hau mal rein. Okay, ich glaube, ich mache mal die Motorenrunde hier. Ja, mach mal. Genau. Eigentlich bräuchte man vier Spieler, die ganze Zeit einfach nur an den Motoren stehen Ja, und oder wir an- und craften uns ausmachen. dieses, ich weiß nicht, wie das heißt. Das hat auch so einen Fachbegriff. Power-Hebel-Dingens. Vielleicht? Ja, ich könnte hinkommen. So, wenn wir jetzt so weiter nach links fahren, wir fahren ja so nach links, gefühlt, ja, fahren wir, dann müssten wir zum blauen Dings da kommen. Ja, perfekt. Ist das jetzt auch einigermaßen in Windrichtung? Eigentlich dürfte es ja nicht sein, ne? Ja, gut, aber man könnte jetzt ja zusätzlich noch das Segel auch in die Richtung spannen, oder? Ja, könntest du. Sind wir jetzt noch schneller? Oh, was meinst du, mit was für einer Geschwindigkeit wir jetzt auch looten? Oh nein! Oh nein! Ja, also wirklich, wir haben sehr viel Loot innerhalb von ein paar Sekunden eingesammelt. Nein, ich bin runtergefallen. Ich komme nicht hinterher. Doch, Was, doch, was, doch, was? ich, doch, 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 ich schaff's, ich schaff's, ich schaff's. Oha. Gott. Ja, stell dir mal vor, wir fallen beide gleichzeitig runter. Dann war's das. Nee, jetzt echt? Ja, schon, ne? Was willst du dann noch machen? Nein, nein, Wolle, Batterie ist leer. Wovon? Von unserer Antenne. Oh nee, wir hätten sie Muss eine ausmachen neue sollen. Batterie craften. Ja gut, aber wir fahren doch in die richtige Richtung, oder? Ja, noch ist das alles cool. Ja, okay, dann loote ich hier mal ein bisschen, dann mache ich noch eine Batterie. Brauche unbedingt das Batterieladegerät. Er sieht echt cool aus. Ich bin sehr begeistert davon gerade. Muss nur mal kurz hier etwas machen, was mich schon die ganze Zeit stört. Und jetzt haben wir endlich die Rohstoffe dafür. Wie viele Meter waren das noch? Hast du es noch so ungefähr im Kopf? Oh nein, null. Batterie ist auch nicht teuer. Ich glaube, ich kann die sogar einfach so bauen. Ja, kann ich. Immer alles auf Tash für eine frische Batterie. Oh. Wir fahren nicht mehr. Nee, wieso? Motor, alles? Nee, Holz. Holz. Sammel so viel Holz wie geht und rein da. Die Dinger. Ja, ich habe gerade das ganze Holz verbaut, was wir hatten. Ah, okay. Wollen wir kurz schlafen? Ja, Moment, ich fülle noch auf. Ich mache oben mal die Batterie wieder aus, dass das Ding nicht läuft. Das ist noch gar nicht an. Dort, die Richtung müsste noch stimmen. Ach, wir müssen eh Ja, 1400 ja. Meter. Das reicht, Der ist das halt ist gut. komplett aus. Okay. Ja, lass uns kurz schlafen und dann holen wir mit dem Holz, was wir hier finden, machen wir wieder Power und dann geht's los. Jawohl. So, wir haben wieder Power. Ich habe noch schnell aufgefüllt. Ich komme hoch. Und pennen. Gute Nacht. Wunderbar. Gute Schlafen Sie Nacht. gut. So. Oh, warte mal, ich habe hier ein Greenscreen-Problem. So, jetzt müsste wieder. Ja, jetzt funktioniert er wieder. Ja. Ja, an sich ist ja gut, dass man dann durch die höhere Geschwindigkeit. Ach, guck mal, hier waren wir doch bestimmt auch schon in dieser Insel. Sieht witzig aus von hier, ne? Welche Die Insel Insel? in Fahrtrichtung links. Ah ja. Stimmt. Haben wir noch eine Batterie? Irgendwas? Ich habe gerade eine gebaut. Ah, Für okay, das ja. Ding oben. Weil der ist nämlich aus. Ja, den kannst du aber anmachen einfach. Ah, okay, gut, dann schalte ich den mal schnell an den Tisch. Jawohl. So, ein bisschen nachlenken. Kannst ja mal gucken, was sich so verändert. Ja. So, Ganze so ein bisschen. Weiter, 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 weiter. Stopp. Ja, so. Ja, ich versuche es auf der Linie zu bleiben, weißt du? Ja, lass so erstmal. Ich würde sagen, so können wir ruhig erstmal fahren.
1200 Meter, das dauert ja noch ein bisschen. Dann habe ich mal wieder ausgemacht und wird dann heißt, wir müssen jetzt im Prinzip nur nachschenken, dass immer Ja, wir genug. müssen jetzt ganz viel looten halt. Ganz viel Holz. Vielleicht gibt es dann auf Balboa halt weitere zusätzliche Sachen, die wir dann craften können. Ja, davon gehe ich mal aus, ne? Das war bei jeder Story-Insel bisher so. Jawohl. Läuft ja relativ gut. Läuft wie am Schnürchen hier. Wir haben es zwar ein bisschen einseitig so verteilt. Vom Ja, Motor her. das liegt aber daran, dass unsere diese ganzen fetten Tiere, die wir hier haben, die hier so depressiv rumlaufen. Hey, nicht so die Schnute verziehen. Freut euch. Die so depressiv da rumlaufen. Ne, die sind einfach zu dick und deswegen brauchen wir einfach drei Motoren auf deren Seite. Ist so. Wir müssen, wenn wir mehr, hast du diese Erde, diesen Schmutz Ja, mit hab ich. dabei? Liegt in der Tonkiste. Dann können wir theoretisch das dann auch mal vergrößern. Aber bevor ich jetzt hier an irgendwie bessere Tierbedingungen denke, würde ich auch gerne erstmal an uns denken und nach Balboa. Genau. Bin ich auch dafür. Ach, ich habe gar nicht Durst, ich habe Hunger. Stell dir mal vor, du hast so Hunger, dass du dich auch nur noch so in Zeitlupe zu deinem Essen fortbewegen kannst. Das so wäre so schlimm. Ich könnte auf der Arbeit dann nichts mehr arbeiten. Das ist. Wann habe ich denn gegessen heute Morgen? Ich denke, ich habe so um 11:30 habe ich das erste Mal mein Brot gebissen. Weil ich keine Zeit hatte. Sonst stell dir mal vor, dann wärst du so träge. Oha, seit 11:30. Ja, das wäre nicht so gut. Irgendwie gerade eine kleine Grafikverzögerung. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich glaube, es liegt an dem Bildschirm tatsächlich. In der Aufnahme ist es nicht. Ja. Zack. Nee, in der Aufnahme ist es gar nicht. Aber ich sammle hier noch ein bisschen Holz, damit ich die Motoren am Laufen halten kann. Ja. Gut, dann gehe ich nochmal hoch und gucke nochmal den Kurs an. Ja, guck mal, ob es noch stimmt. Manchmal weiß ich nicht, wie ich hochkomme, wo ich selber gebaut habe. Oh je, einer geht gleich aus. Ja, also du kannst dir hier wirklich richtig krass mit Pipelines und sowas, kannst du dir nachher die ganze Bioethanol kannst du dir dann da aus der Förderung rüber in den Tank und in den Motor rein. Das ist schon ganz geil gemacht. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich lenke mal ein bisschen. So, sanftes Drehen. Das jetzt funktioniert. Was ich hier Und wenn vor. wir den anderen Wasserreiniger bekommen, dann wird es auch richtig gut. Der ist ja dann so vollautomatisch. Der quasi selber das Wasser auch ansaugt. Genau, das ist so ein Staubsauger. So ein Wasserstaubsauger. Ja, gut. Ich bin gespannt. Also dafür Ja, ich mag ich das auch. Spiel auch echt, weil es ja echt viele tolle Sachen auch irgendwie so zu basteln gibt. Das erinnert mich immer so an so ein Bastelspiel, was ich in meiner Kindheit irgendwie gespielt habe. Da ging es zwar um Autos, aber trotzdem. Das war so ein bisschen so Ja. ähnlich, so von so ein bisschen so mit Spaß halt gemacht. Das finde ich ganz lustig. Ja, vor allem seit dem Update ist es halt einfach schon wieder spielenswert. Absolut. Ah, der Hai ist hier irgendwo. Ja, ich habe ihn gerade geboxt. Okay, ich brauche So, sieht im eine Moment ja Planke. ziemlich gut aus, würde ich sagen. Oh nein, ich habe ein. Ja, ich habe einen Mega-Leck. Ja, du auch? Ich hatte genau in dem gleichen Moment wie du, hatte ich einen Mega-Leck. Okay, dann. Ja, gut, klar, wenn ich der Host bin, ne? Oh, Wenn beim. wir sind gleich da. Echt? Okay, vielleicht. Da, 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 da kommt sie. Was? Wo? Links, direkt vor uns. Das Balboa. Ach, da! Ach Das da, erklärt den ja, Leck, das genau. erklärt den Leck. Ja, bei mir lädt es Ja, irgendwie noch nicht, genau nur das. ganz leicht so. Okay, Freunde, oh, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also, kein Kackegeier bis jetzt. Ich weiß nicht, was es da gibt. Du warst da auch noch nie, oder warst du da schon mal? Ich war da noch nie. Okay, mal ein bisschen Licht an hier. Ja. Ich war da auch Willst noch du nie. irgendwelche
epischen Worte sagen, bevor wir anlegen? Ja, es ist nun lange, lange her, dass ich hier allein auf diesem Raft anfing, alles mit einer kleinen Europalette. Lange ist es her. Oft sind wir in die Tiefen des Ozeans gestürzt und haben uns mit Heideltraut mehr vertraut gemacht, als uns lieb war. Dann überholte uns die Einsamkeit und wir waren kurz davor, alles aufzugeben. Doch dann kam wie durch ein Wunder Gerüppelkiste zu uns und seitdem nimmt das alles hier wieder Fahrt auf. Und jetzt sind wir hier vor diesen drei großen Bäumen, die für die drei Elemente dieses Spiels stehen, nämlich Wasser, Hai und Raft. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Aber episch und so ist es auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ja. Musst du dann so epische Musik drunter legen? Ja, das macht der Post-Production-Boller, aber der vergisst das immer. Deswegen muss ich ja irgendwann mal entlassen, glaube ich. Ich denke ein bisschen rechts, da sieht es ein bisschen flacher aus. Ja. Balboa, wow. Was hast du nur für uns? Da unten ist noch eine Kiste. Eine neue Kiste. Ja, also ich habe das gesehen. Aber ich fand es nicht so interessant wie Balboa. Ich baue jetzt einfach mal hier oben das zweite Steuerrad hin. Oder nicht, nee, mach's unten hin. Macht vielleicht auch Sinn, dass wir eins auch unten haben. Mann. Verdammte Kiste da. Ja, Balboa sieht ja mal nice aus, ey. Naja, bisher sieht sie ja einfach nur aus wie so ein fetter Felsklotz. Von welcher Seite wollen wir uns Balboa denn nennen? Ist das ein Nieren? Ist das ein. Nee, müssen wir nochmal ein bisschen rumfahren hier. Ja, wir müssen einmal um die. Müssten wir es einmal ganz komplett drehen. Hart, Steuerbord. Oha, wie hast du es gedreht? Na, ich hab doch hier unten mein zweites. Ah, Ding. Okay, ja, sehr gut. Ah, du musst noch nach rechts. Genau. Das ist Balboa. Das ist sie. Ich mach mal hier, schalt mal den Empfänger aus, brauchen wir ja nicht. Ja, mach mal aus. Da unten ist eine Höhle, da links ist eine Höhle. Ja gut, da tauchen wir hin, oder? Dann würde ich sagen, Anker werfen. Bist du unten? Ne, ich mach das mal eben. Alle Motoren aus und dann fangen wir mal mit der Höhle an. So, Motor aus, Motor aus. Sehr gut. Ich muss unbedingt was essen. Ich empfehle dir Hähnchen. Müsste noch da sein. Ja, hier liegt noch Hai. Oh, ich habe noch ein Paket. Was haben wir? Ablage. Eine Ablage. Okay, ich muss dringend nochmal hier mein Kram loswerden. Stein. Langsam geht unser Essen aus. Holz. Ja, wir haben uns auch nicht mehr so wirklich um Nachschub gekümmert, ne? Null, ja. Ist natürlich jetzt total belastend, dass wir jetzt kein Essen haben für Balboa. Ah, es geht schon. Geht schon, klar. Müssen wir halt mal wieder angeln. So. BC Angel. Bisschen unsortiert hier, aber es macht ja nichts. Gut, vielleicht sollten wir noch ein Stückchen näher ran. Soll ich noch ein Stückchen näher ran paddeln? Achso, du hast ja einen Anker geworfen, oder? Ja, den müsstest du vorlichten. Haben wir noch ein Paddel? Ja, wir hatten noch ein Paddel hier drin. Hier war irgendwo ein Paddel. Hier ist eins. Hier in der Kiste da, neben dem Stuhl. Tisch. Ja. Das hier, das Paddel, das sieht nicht mehr so ganz okay aus. So, Anker ist gelichtet, ich paddel. Ich würde mir nochmal ein neues Hauptinstrument bauen. Oh nein, ich bin schon wieder runtergefallen, ich hasse es. Schrottbolzen, 4 Planken. Haben wir noch Planken oder sind jetzt alle Planken verheizt? Ich habe noch 5 Planken. Oh, cool, ich brauche 2, nee, doch 2 brauche ich, wenn du die entbehren könntest. Ah nee, warte, ich brauche gar keine mehr. Da vorne kommen auch wieder Planken. Ich habe einen neuen Schrotthaken jetzt. Haben wir auch noch überhaupt Kartoffeln noch? Ja, ich glaube. Wir haben diese Gemüsekiste. Die ist oben am neben dem Bett. Überdacht. Neben dem Bett? Ja, oben, wo der alte Kochstand war. Der alte. Ach so, der, ja. Genau. Ja, wir können theoretisch auch noch was kochen, aber... Du kannst den Anker lichten. Komm nicht weiter. Ich bin gerade vorne beim Grill. Ich hau jetzt einfach nochmal schnell
So ein bisschen Fingerfood auf dem Grill. Sehr gut. Dass wir einfach ein bisschen was da haben. Ach, guck mal, hier ist doch sogar fertig gegrilltes. In der Truhe Echt, drin. wo? Ja, hier links in der Truhe. Ach so, ja klar, das meinte ich ja mit nicht mehr so viel Ach so, zu okay. essen. Ja gut, aber ich bin jetzt noch einmal satt geworden. So, Sollen wir dann, hier die Planken auf? Ach krass, guck dir das mal an, ey. wollen wir mal rein hier in die Höhle, mal gucken, was es da so gibt. Vielleicht ist das doch der Eingang zur Insel. Hinten kommt der Hai. Das wäre krass, wenn das der Eingang wäre. Geht's da hoch? Nein, Boah, ich ist glaube das nicht. krass Na, hier hier. ist. Das ist richtig krass hier. Ja, das war's. Ist Wow. nichts, auch Ich bin unterirdisch sehr nichts. begeistert. Oh, das Spiel, das führt uns so am Daumen herum. Aber echt. Mein lieber Mann. Ja, okay, wollen wir da noch was kochen? Vielleicht eine Suppe, dass wir ein bisschen mehr Ausdauer haben, essenstechnisch auf der Insel? Jupp. Dann Wäre besser, wenn du da noch was angeln würdest. Geht das, glaube ich. jeder zwei Wasserflaschen dabei. Wir haben ja genug jetzt. Und dann noch was gekocht. Weiß nur gar nicht was. Jetzt haben wir natürlich unsere Kisten mit dem ganzen Zubehör zum Kochen natürlich oben, ne? Wir müssen das Boot gleich wieder drehen, damit wir die Küste da langkommen. Ja. Ich drehe es schon mal. Geht das überhaupt ohne Motor? Ja, geht. Ah, nein. Nein, geht nicht. Geht nicht. Oha, wie das hier aussieht. Echt schon cool gemacht. So, das, das, das. Hier noch ein paar Kartoschkis hin. Haben wir noch Fische? Nein, haben wir nicht. Okay, Wir haben Fisch. gar nichts. Wir bräuchten Fisch. Dann könnten wir noch was Cooles kochen. Entweder Haifisch oder so einen blauen Fisch. Keine Ahnung, was das ist. Oh, ich kann nichts sehen hier, die Rezepte. Ach, ein Ei. Haben wir noch ein Ei? Ja, Eier haben wir genug da drin. Okay, warte, dann probiere ich das mal mit so einem Ei hier. Ich mach mal das Plastik noch weg. Das brauche Lass ich alles uns mal bitte nicht. schlafen gehen. Ich kann die Rezepte nicht lesen. Ja. Jawohl. Ich bin schon so müde, ich kann das Rezept einfach nicht mehr lesen hier. Das ist natürlich relativ doof, das Ganze. Es ist am Anfang auch noch ein bisschen dunkel. Ja, stimmt. Ein Pilz, zwei, ach, zwei Eier. Okay, so, dann mache ich das gleich nochmal. Zwei Eier. Dann hat jeder eine Portion. Jeder zwei Portionen. Ja. Und dann haben wir auf jeden Fall einen gewissen Puffer. Ein Eierpuffer sozusagen. Eierpuffer. Lecker Eierpuffer. Okay, ich würde dann schon mal die Motoren anwerfen und mal in die Richtung fahren. Ja, mach das. Pilz brauchen wir noch. Ah, da ist noch ein Pilz. Nein, da ist schon wieder der Hai. Ah. Das wäre auch schön, wenn man mal was gegen den Hai machen Bin ich würde. runtergefallen, Mann. So, der kocht hier noch fleißig munter vor sich hin. Aber auch wenn du normale Sachen wie hier diese Kartoffeln kochst, ne, ist schon sehr viel effektiver, wenn man das hier auf diesem großen Grill macht. Einfach dreimal so effektiv, möchte man fast meinen. Okay, irgendein Motor hat keinen Saft mehr. Können wir nicht mit der Schaufel weiter rum? Hier ist noch ein ganz schönes Stück, ne? Ja, der eine hier, der hat keine Blanken mehr. Ich habe auch keine mehr im Inventar und hier liegen auch keine mehr. Ich hab noch. Ich hab noch 18 Stück. Okay, ich kümmere mich weiter ums Essen. Das brutzelt hier vor sich hin.
Hä? Die sind doch alle voll. Was geht denn ab? Wir haben auch keine Schere mehr, ne? Könnte man bei Gelegenheit nochmal bauen. Nicht? Der Anker ist doch gelichtet. Ich habe den Anker jetzt rausgezogen. Ach ja, den habe ich ganz vergessen. Mist, oh, jetzt müssen. Jetzt drehen wir uns aber im Kreis. Ja, ja, ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Okay. Ich hatte das nach links gestellt, damit wir entlang der Küste fahren. Hm, jetzt, ja, jetzt fahren wir entlang der Küste. Sehr gut. Matrosen! Auf geht die wilde Fahrt! Oh, da hinten ist die Insel, geht ja noch weiter. Ist nicht nur dieser hohe Dingens, sondern davor ist noch so eine Vorinsel. Mhm. Interessant. Bin sehr gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Ich so ein auch. Ein paar Silberalgen, die kommen hier auch wieder rein. So, wir bewegen uns relativ gut. Gegen das scheint Strömung. So eine Bucht zu sein. Vielleicht können wir da reinfahren. Da ist ein Baum unten. Ich denke mal, da können wir anlegen. Da kommen wir dann hoch. Oh, ey, wir sind ja voll gegen die Strömung. Das Segel hast du aber nicht auf, oder? Nee, das ist sehr gut. Guck nochmal. Ich glaube, das ist zu. Nee, das ist gut. Da unten, ja, da ist so eine Art Hafen. Denkst du da links? Ja, irgendwas ist da, so Zäune oder sowas. Ich glaube, da können wir rein, oder? Wir brauchen unbedingt dieses Teil, damit wir alle Motoren anschalten. Ja. Irgendwas zaunmäßiges. Denkst du, da kommen wir hoch? Ich weiß es nicht, aber es hat eine leichte Steigung. Soll ich da? Ja, ich würde sagen, da fahren wir hin, oder? Jetzt sind wir schon mal hier. Ja, komm, komm, ich ganz nach links, jetzt geht's rund. Jetzt geht's rund. Freunde, nächste Folge werden wir dann Balboa besichtigen. Ich hoffe, es hat euch gefallen bis hierhin. Was jetzt kommt, wissen wir nicht. Aber wir werden es rausfinden. Hoffentlich seid ihr mit dabei. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.